Ja, hier ist Center, Alter, direkt aus dem Bunker. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, Sie haben mal bei einem Internetfragebogen ein paar Gesundheitsfragen beantwortet. Das war im Ihre Mai. Telefonleitung ist nicht die beste. Steht Ihr Standort unter Artilleriefeuer? Ich weiß nicht, aber wenn Sie mich nicht richtig hören können, dann ich melde mich ein anderes Mal. Es ist jetzt etwas besser geworden. Okay, Was es kann ist ich die für Sie Firma. tun? Benötigen Sie Nachschub? Nein, es ist die Firma Venatex, Matratzen, Polster, Decken. Ich rufe Sie an, weil Sie haben diesen Monat bei einem Internetfragebogen ein paar Gesundheitsfragen beantwortet und die Firma Venatex hat jetzt für die Teilnehmer eine einmalige Doppelbonusaktion gestartet, wobei Sie unser neues medizinisches Kopfkissen und einen Gutschein absolut kostenlos bekommen. Das ist wunderbar. Mal sicher hat Sie mein treuer Freund Speer auf die Idee gebracht, die Schlafstätten hier in der unterirdischen Schutzanlage neu einzurichten. Dabei ist uns auf großen Komfort sehr gelegen. Ja, also Sie sind an unserer Aktion interessiert, heißt das. Ich kann Selbstverständlich. Wir haben Ihnen. hier diverse Schlafstätten. Es ist natürlich mehr eine behelfsmäßige Einrichtung zum Schutz vor Luft- und Artillerieschlägen. Allerdings sind wir natürlich auch, wenn wir leben müssen, wie die Maulwürfe daran interessiert, dass das möglichst komfortabel ist, denn es gibt keinen drinnen aus der Festung der Maulwürfe. Ja, ich verstehe. Also, darf ich das Gespräch zu Doku-Zwecken mit aufzeichnen? Was möchten Sie zeichnen? Einen Lageplan von der Anlage? Aufzeichnen das Gespräch, dürfen wir das Gespräch zu Dokumentationszwecken mit aufnehmen? Ja, wenn Sie da auch kein Problem mit haben, ist das für mich in Ordnung. Super, vielen Dank, dass ich das Gespräch aufnehmen darf. Ich Kennen Sie danke die Ihnen Firma auch. Venatex? Nein, aber Gerne. Sie sind bestimmt von Herrn Speer empfohlen worden. Dann reicht mir das völlig als Referenz. Ich vertraue meinem Albert. Er ist ein großer Ja. Künstler. Ja. Also wir rufen Sie an, weil Sie haben mal bei einem Internetfragebogen ein paar Gesundheitsfragen beantwortet. Aber wenn es gerade nicht passt, ich melde mich ein anderes Mal. Es passt mir wunderbar. Aufgrund der aktuellen Luftlage ist es mir nicht möglich, die Anlage zu verlassen. Das ist schön. Also möchten Sie bei unserem tolles Angebot was hören? Oder Selbstverständlich, ich. erleuchten Sie mich. Ja. Also, wie gesagt, Sie bekommen ein medizinisches Kopfkissen aus unserer neuen Produktserie Venacell Sensitive. Wie definieren Sie denn ein medizinisches Kopfkissen? Wo ist der Unterschied zu einem normalen Kopfkissen? Es ist sehr gut geeignet bei Kopfschmerzen, Rückenproblemen und Allergien und hat auch das orthopädische Maß von 40 mal 80, ne? Zusätzlich ist es waschbar bei 60 Grad, auch für den Trockner geeignet. Und am Anfang habe ich ja schon erwähnt, dass es eine Doppelaktion ist. Das heißt, Sie bekommen zusätzlich auch noch einen Gutschein im Wert von 100 Euro Und obendrauf. Und für die Amazon Übergabe? oder für welche Firma ist er? Es ist die Firma Venatex, Matratzen, Polster, Decken in Salzburg. Mittlerweile sind wir ja auch in Deutschland und in Italien vertreten. Und Sie können uns auch im Internet finden, ne? Venatex.com. Auch in Italien, dann sind Sie sicher auch Kunden bei meinem guten Freund Benito. Es Nun freut kann mich zu sein, hören. das weiß ich nicht. Ja, wenn Sie auf Regierungsebenen arbeiten, dann führt an diesen Persönlichkeiten wie Speer und Benito natürlich kein Weg vorbei. Aber das zeichnet Sie natürlich aus, dann haben Sie sicher ein entsprechend professionelles Renommee und wir werden sicher eine Möglichkeit finden. Wie schnell können Sie liefern? Also liefern, ich erzähle Ihnen, wie die Übergabe aussieht. Ein Schlafberater unseres Hauses bringt Ihnen Ihr Kissen sogar persönlich. Sie nehmen sich bitte eine Stunde Zeit, damit er Sie über uns, den gesunden Schlaf, Ihr Kissen, unsere Produkte informieren kann. Ihr Kissen überlässt Ihnen der Schlafberater an Ort und Stelle. Und natürlich bekommen Sie alles von mir Gesagte im Anschluss auch noch schriftlich bestätigt. Das Das ist ist doch gut. wirklich eine tolle Aktion, Wir haben oder? nur immer wieder Probleme mit der Enigma-Verschlüsselung der Fernschreiben momentan.
Wir müssen Ja. andauernd die Chiffrierung ändern, weil die Briten sind uns scheinbar dicht auf den Fersen. Das heißt, da sind wir auch Ja. daran interessiert und darauf angewiesen, dass ihr Dienstbote sich immer an das entsprechende diplomatische Protokoll der jeweils zur aktuellen Stunde geltenden Regelungen 100%ig einhält. Ja, ich verstehe. Aber wenn Sie wollen, können wir jetzt gemeinsam einen Termin suchen und dann bekommen Sie auch die tolle Prämien und auch die Schlafberatung. Da bekommen Sie nützliche Informationen, was den gesunden Schlaf angeht. Ne? Das ist auch sehr wichtig, dass man richtig sich erholt beim Natürlich, Schlafen. das Ne? ist besonders wichtig. Sie sagten, Ihr Kissen wirkt antiallergisch. Welches Antihistaminikum ist denn in dieses Kissen eingearbeitet? Also Ist das das ist Cetirizin kein oder ist das nein, Levocetirizin nein, natürlich ist oder das natürlich Desloratadin? nicht. Nein, es ist kein Medikament da drin enthalten. Es ist so hergestellt, dass kein Allergen da drin enthalten ist. Was Kein bitte? Reizstoffe für Allergiker, das Kein ist damit Reis, das gemeint. ist gut, weil auf Reis schläft es sich Reis. natürlich nicht besonders gut. Na, Reizstoffen für Allergiker. Ja, ich würde Aber mich ja Sie, auch ungern auf ein Kissen legen, das mit Tränengas gefüllt ist. Dafür haben wir andere Zwecke. ja, Sie haben recht. Sind Sie an an einem Termin interessiert oder bin ich ungelegen? Soll ich mich ein anderes Mal bei Und Ihnen die Frage melden? haben Sie mir bereits dreimal gestellt und ich habe Ihnen bereits dreimal beantwortet, dass ich aufgrund der aggressiven Artillerieschläge die Einrichtung momentan nicht verlassen kann. Ah, okay, dann ich bin ungelegen, der Zeitpunkt ist nicht so Doch, der passend. Zeitpunkt ist Ich melde, perfekt. Der Zeitpunkt könnte aber nicht besser sein. Wir können in aller Ruhe ja, miteinander sprechen. na, ich melde mich lieber ein anderes Mal, weil ich muss weitermachen, ne? Ja, mit Ich mir. wünsche Sie haben mich Ihnen, doch angerufen. Ich möchte das doch gerne den Termin vereinbaren. okay, wenn Sie mir Ihre aktuelle Postleitzahl verraten, kann ich mal schauen, wann wir noch freie Termine haben. Lange dauert das denn in etwa? Sie, mit einer guten Stunde müssen Sie damit rechnen, ne? Danach geht unser Schlafberater gerne auf alle Ihre Fragen ein, sodass der zeitliche Ablauf davon abhängig ist. Nein, ich meine, wie viel zeitlichen Vorlauf brauchen Sie, bis der Mann dann hier ist? Also, wir vereinbaren einen Termin auch mit an einem bestimmten Zeitpunkt und der Ja. Schlafberater wird pünktlich bei Ihnen sein. Ja, pünktlich ist in diesen Zeiten ja immer eine Frage der feindlich-militärischen Bewegung. Also ich bin da nicht eingeschnappt oder beleidigt, wenn er sich aufgrund der geopolitischen Lage dann verspäten sollte. Oh, Wussten das Sie, ist sehr der nett von Russe Ihnen. steht 12 Kilometer vom Stadtkern und wir brauchen dringend neue Kissen? Ja, Sie haben recht. Ich habe Also Ihnen die beraten Sie mich. Postleitzahl, das ist 83471, das ist Berchtesgaden. 83741. Nein, 83471. 471, danke. Und Berchtesgaden und Ihre Adresse bitte. Wir würden Ihren Boten am Ortseingang abholen. Es handelt sich hier um eine geheime Anlage. Ja, aber wir brauchen auch eine Adresse für das alles. Ja, wir treffen uns bei der Bäckerei im Ortskern. Da gibt es eine bekannte Bäckerei, da werden wir ihn abholen. Okay, dann schicken wir den morgen und vielleicht melden wir uns ein anderes Mal. Also Vielleicht passt es besser, ne? Sie schicken den Mann mit dem Kissen morgen zur Bäckerei in Ja, Berchtesgaden. ja. Ja, machen wir gerne. Und dürfen wir uns ein anderes Mal mit einer neuen Aktion nochmal bei Ihnen melden? Wenn sich das Kriegsglück gewendet hat, können wir sicher über zukunftsträchtige Projekte sprechen. Wir haben momentan den Plan, nach dem Krieg die Schlafwagen in den Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen. Und wenn sich Ihre Produkte hier bewähren, dann Oh, könnte ich mir einen das ist schön. exklusiven Auftrag für Sie vorstellen, dass Okay. Sie die ganzen Schlafwägen im Prinzip ausstatten. Aber anfangen müssen wir natürlich mit dem Anwesen in Berchtesgaden, dann mit dem Ja. Führerbunker in Berlin. Dann könnten wir Sie nach Polen zur Wolfschanze einladen. Und im Ja. Anschluss, wenn die kriegsrelevanten Kissenausstattungen getätigt worden sind, dann dürfen Sie die Schlafwagen der Reichsbahn einrichten.
Ich verstehe. Das wird ein tolles Geschäft Wie für viel uns Kissen dann. im Jahr können Sie denn liefern? Ich brauche da eine Zahl, dass wir das planen können. Also 100.000. 100.000 im Jahr. Ja. Diese Kapazitäten kann man ja sicher noch ausbauen, aber das hört sich ja für Ja. den Beginn nicht schlecht an. Ja, für den Anfang ist es gut. Also, schönen Tag wünsche ich Ihnen. Wir melden uns ein anderes Mal. Wann kommt Alles Ihr Mann Gute denn für Sie. morgen? Morgen um 10 Uhr Morgen um 10 Vormittag. Uhr an der Ja. Berchtesgadener Bäckerei. Und Sie melden sich dann noch Okay. ein anderes Mal wieder. Ja, machen wir auf jeden Fall. Alles Gut, Gute für ist der Sie. Mann denn Schönen Tag. geimpft? Ja, natürlich. Und er Dreimal trägt auch so. eine Gasmaske, ja. Ja, auf jeden Fall. Ist der Mann denn auch Parteimitglied? Das weiß ich leider nicht. Das müssen Sie noch in Erfahrung bringen, wenn er kein Partei. Wir akzeptieren in Berchtesgaden nur Parteimitglieder mit Parteibuch. Alle anderen Ah, Personen haben hier okay. keinen Zutritt. Okay, alles klar, machen wir ja. Schönen Tag noch, Ihnen auch, auf Wiederhören. Wiederhören. Danke, Wiederhören. Schicken die jetzt echt verdammt nochmal einen Typ mit einem 40x80 Kissen zur Bäckerei in Berchtesgaden? Bitte, bitte, bitte tut es.